Herzlich willkommen, lieber Skorpion. Ich bin Tamara und ich mache hier eine intuitive Tarotkartenlegung für die nächste Woche und schaue mal so, was auf dich zukommen wird, wie die Energien sein werden. Genau, jetzt beginne ich mal mit dem Kartenmischen. Und ja, bitte ich mal die geistige Welt um eine Energie für den Skorpion. Was kommt auf Skorpion zu nächste Woche? Schauen wir mal. 10 der Stäbe. Du hast es hier mit einer Person zu tun, die sich einfach belastet fühlt durch eine bestimmte Situation. Es kann sein, dass zwischen euch irgendwie eine Situation entstanden ist, die vielleicht belastend sein könnte für diese Person, und diese Person möchte irgendwie diese Situation verlassen. Und du wirst es vielleicht einfach spüren. Vielleicht, wir sehen jetzt natürlich dann weiter. Auf jeden Fall hat diese Person schon diese Intention, eine Situation zu verlassen. Wie geht es weiter? Schauen wir mal, wie geht es weiter? Der Turm. Also irgendetwas scheint hier zu geschehen. Etwas geschieht hier, was der Auslöser ist bei dieser Person, dass irgendwie diese Person diese Situation verlassen möchte. Irgendetwas geschieht. Vielleicht kommt eine Wahrheit ans Licht, vielleicht erfährt diese Person etwas. Vielleicht ist es einfach auch so, dass diese Person dich sieht. Vielleicht sieht dich diese Person in der Öffentlichkeit oder vielleicht auch über Fotos oder bekommt Informationen von jemand anderem. Vielleicht über dich, vielleicht sieht dich diese Person mit jemandem, mit einem Ex oder so, ich weiß es nicht. Ich meine, jetzt haben wir ja diese Feiertage, diese Weihnachtszeit. Vielleicht kommt einfach eine Wahrheit ans Licht. Aber schauen wir einfach mal weiter. Vierter Kelche. Diese Person scheint irgendwie sich bewusst zu werden, dass die Zeit einfach schon jetzt sehr lange angedauert hat. Etwas ist einfach jetzt sehr lange in der Zeit gewesen. Das wird sich irgendwie diese Person bewusst. Und diese Person ist irgendwie, sieht irgendwie auf der Karte auch gelangweilt aus. Diese Person hat irgendwie gewisse Vorstellungen, und diese Vorstellungen, so wie jetzt die Dinge laufen, passen dieser Person einfach nicht. Und jetzt klären wir einfach weiter ab. Schauen wir mal, was ich hätte noch gerne einfach eine Energie für die 10 der Stäbe. Fünfter Kelche, also diese Person scheint dich irgendwie zu vermissen. Ich habe das Gefühl, dass diese Person sich einfach sehr einsam fühlt. Und deshalb, also diese Person trifft eine Entscheidung. Ja, wir sehen das ja hier von den 10 der Stäben. Ich denke, dass diese Person eine Entscheidung trifft, in dem Sinne, dass diese Person es verleidet einfach hat eine gewisse Situation verleidet. Aber sicher ist, dass diese Person dich vermisst, die schönen Zeiten mit dir, und irgendwie scheint hier ein Stillstand gewesen zu sein zwischen euch. Und ja, diese Person ist irgendwie, ja, hat vielleicht auch deine Angebote oder so auch gar nicht mal angenommen in der Vergangenheit. Also ja, jetzt schauen wir einfach mal weiter. Ich hätte gerne eine Karte zum Turm. Gerne.
Karte zum Turm. Der Eremit. Gut, also diese Person ist natürlich jetzt in diesen Tagen, in der nächsten Zeit, einfach wirklich sehr für sich. Diese Person ist einfach sehr einsam. Und diese Person wird einfach etwas widerfahren oder wird sich etwas bewusst werden. Und schauen wir aber mal weiter. Ich hätte gerne eine Karte für die vier der Kelche. Königin der Schwerter. Diese Person scheint einfach sehr entschlossen zu sein, irgendwie. Etwas ist einfach nicht so gelaufen, wie diese Person es gerne gehabt hätte. Und diese Person wird sich einfach in dieser Zeit dies bewusst werden. Und vielleicht wirst du das spüren, vielleicht spürst du das ja auch, dass diese Person sich irgendwie distanziert hat. Ich hätte noch gerne eine Karte für den Turm. Der Teufel. Ich denke, es kann natürlich gut möglich sein, dass diese Person irgendwie sich bewusst wird, dass diese Verbindung einfach nicht mehr zielführend ist, toxisch ist oder wie auch immer. Also ich habe einfach das Gefühl, dass diese Person auf eine Wahrheit stößt. Wir haben ja hier den Eremit und der Eremit ist ein bisschen zurückgezogen, schaut für sich. Diese Person ist natürlich jetzt in dieser Zeit etwas zurückgezogen und hat die Zeit, um nachzudenken, um tief in sich hineinzuschauen. Und diese Person kommt einfach auf eine Wahrheit. Ich meine, wir schauen natürlich jetzt weiter, um was es hier geht, was jetzt hier genau diese Wahrheit ist, was das sein könnte. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass diese Person einfach irgendwie nicht mehr möchte oder so. Aber schauen wir weiter. Also ich finde es auf jeden Fall ziemlich spannend. Aber doch, irgendwie möchte ich doch noch eine Karte zum Turm. Okay. Die 9 der Kelche. Jetzt haben wir hier wieder diese Situation. 9 der Kelche und die 4 der Kelche. Ich hatte das letzte Woche schon mal irgendwo. Vielleicht hast du es hier wirklich mit einer Person zu tun, die sich bewusst ist, was diese Person für Wünsche hat, wie eine Beziehung ausschauen soll. Und diese Person wird sich nächste Woche dies wirklich bewusst werden, dass es zwischen euch nicht ein Weiterkommen geben kann. Diese Person möchte diese Situation verlassen. Ich hätte gerne für dich eine Energie. Bitte eine Energie für den Skorpion. Ass der Stäbe. Also du scheinst irgendwie hier schon in einer neuen Energie zu sein, irgendwie leidenschaftlich oder irgendwie hast du schon deine klaren Gedanken gemacht, irgendwie. Wo du jetzt neu beginnen möchtest. Und endlich hast du diese Klarheit irgendwie. Endlich spürst du dich vielleicht. Vielleicht hast du dann auch nächste Woche mehr und mehr deine Ruhe und spürst dann mehr in dich hinein und wirst merken, dass du eigentlich in dieser Leidenschaft bist. Und vielleicht weiß das diese Person gar nicht, spürt das irgendwie gar nicht. Diese Person hat einfach wie
Diese Zeit war einfach zu lange, diese Zeit, es hat einfach sehr wahrscheinlich sehr lange gedauert in der letzten Zeit. Was haben wir noch auf deiner Seite? Du machst hier schon Pläne, du schaust schon, du möchtest neue Wege gehen, du möchtest irgendwie Altes loslassen und möchtest neue Wege gehen, du möchtest wie eine neue Situation für dich im Leben. Du bist gewillt. Das ist spannend, aber warum ist denn diese Energie so da? Ich noch gerne für Skorpion. Bitte noch eine Energie. Page der Schwerter. Also irgendwie hast du irgendwie ja ein bisschen dich kalt gezeigt, ein bisschen so nicht wirklich in dieser warmen Energie sehr wahrscheinlich warst du in der letzten Zeit ein bisschen schnippisch, ein bisschen stolz, wolltest ein bisschen so die Zeit haben, die Freiheit für dich haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr beide euch wie aneinander vorbeigeredet habt. Also ihr wolltet das Gleiche, aber habt anders reagiert. Vielleicht aus einem Stolz heraus, aber ich weiß nicht warum, aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du irgendwie nicht gerade ziemlich warm reagierst. Ich hätte gerne eine Klärungskarte für das Ass der Stäbe. Die Acht der Münzen. Also du bist irgendwie schon gewillt, an dieser Situation zu arbeiten. Sehr wahrscheinlich erwartest du von deinem Gegenüber, dass diese Person zu dir kommt. Vielleicht möchtest du, dass diese Person nicht mehr auf dich zukommt, sehr wahrscheinlich. Ich hätte gerne eine Karte zu den zwei der Stäben. Zwei der Stäbe. Du bist hier wie an einem Scheideweg. Eigentlich hast du für dich neu die Energie gewonnen. Du bist dir schon klar, dass du neu ein Neubeginn möchtest. Du möchtest so oder so einen Neubeginn. Wir haben hier die zwei der Stäbe. Du bist aber noch wie unentschlossen, welcher Weg es sein soll. Vielleicht hast du noch nicht ganz klar, wie dieser Weg ausschauen soll. Wie vielleicht brauchst du einfach noch Zeit zum Pläne nochmals zu definieren, also Pläne zu machen, und auch mehr klarer vor Augen zu haben, wo du zum Beispiel wohnen wirst, wo du, ob du vielleicht mit dieser Person solltest in Zukunft zusammenziehen, ob du vielleicht den Job wechseln wirst und woanders hinziehst. Also ich habe das Gefühl, dass du irgendwie hier so in einer Übergangsphase bist und deshalb hast du die ganze Zeit etwas zurückhaltend gewirkt und weil du zuerst bei dir ein bisschen Klarheit finden musst, wo möchtest du eigentlich hin? Wo soll es weitergehen in deinem Leben? Das spürt natürlich dein Gegenüber nicht wirklich gespürt. Dein Gegenüber ist in einer ganz anderen Energie. Diese Person denkt ganz anders über dich und denkt, Skorpion
schon weg, interessiert sich gar nicht mehr für mich. Und diese Person macht sich wirklich extrem negative Gedanken über eure Situation, Skorpion. Dein Gegenüber, er oder sie, weiß gar nicht, dass du eigentlich hier gewillt bist, neu zu beginnen, an dieser Situation, dieser Verbindung zu arbeiten, dass du eigentlich jetzt erst gerade dran bist, irgendwie die Wege neu zu definieren, vielleicht auch gemeinsam diesen Weg zu gehen. Nur wirkst du einfach kalt, weil du eben beschäftigt bist mit der Planung, mit deinen Überlegungen. Ich hätte gerne eine Karte zum Page der Schwerter. Sechs der Schwerter. Also du bist hier in einer Übergangsphase, ganz klar, so wie ich gesagt habe. Du bist gerade dran, halt einfach eine Situation zu verlassen und hast einfach deine Energie im Moment in ganz andere Dinge. Und du wirst es auf jeden Fall nächste Woche mit einer Person zu tun haben, die ziemlich kalt wirken wird, weil diese Person sich extrem falsche Vorstellungen macht eigentlich über das, was du eigentlich denkst. Du denkst vielleicht mega positiv und brauchst einfach noch Zeit für dich. Und diese Person ist irgendwie daran wegzugehen, weil diese Person einfach jetzt keine Lust mehr hat, ewig zu warten wahrscheinlich. Also irgendwie kommt mir das so vor hier, lieber Skorpion. Ja, das ist so das, was ich für dich sehe. Ich könnte doch noch einen Ratschlag vom Universum. Oh mein Gott. Also, hey, ich sag dir, diese Karte hier, die ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, die ist so irgendwie 50 Zentimeter ungefähr auf die andere Tischseite jetzt geflogen. Aber wirklich so beim Tisch, so, also komisch irgendwie. Okay, also das ist der Ratschlag vom Universum. Lieber Skorpion, wir haben ja hier ein Wasserzeichen, König der Kelche. Nütze doch diese Zeit jetzt, diese ruhigen Feiertage und zeige dieser Person deine Gefühle. Zeige, dass du wirklich Interesse hast. Zeige dich von deiner gefühlsvollen Seite. Mache doch mal was ab mit dieser Person. Geh mal was essen. Plaudere ein bisschen mit dieser Person. Lass es diese Person wissen, dass du immer noch in einer Übergangsphase bist, dass du jetzt einfach viel Zeit brauchst, um dir Gedanken zu machen, wie es weitergeht jetzt mit deiner Wohnungssituation, Arbeitssituation, vielleicht deine Verpflichtungen oder so, aber dass du auf jeden Fall gewillt bist, an diese Verbindung auf jeden Fall irgendwie zu vertiefen, einzugehen, neu zu starten und an dieser Verbindung zu arbeiten. Ratschlag ist einfach, übernimm doch die Verantwortung und geh doch dieser Person einen Schritt zu. Ja, lieber Skorpion, ich hoffe, ich konnte dich hier ein wenig inspirieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.